Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Max Payne. In der letzten Folge haben wir hier noch ein paar Schmerzkiller bekommen, apropos F5. Und wir gucken mal, wir haben hier nämlich einige böse Bübchen, die uns nach dem Leben trachten. Und ja, hier sind ein paar Spuren. Da waren wir. Ich glaube, wir müssten hinten durch, ne? Also, ja, ich glaube, hier war ich fleißig. Doch, wir mussten, glaube ich, hier nach unten. Genau so weit war ich, ja? Oder auch nicht. So. Wir sind doch von oben gekommen, oder? Ja, genau. Wir sind von oben gekommen. Wir müssen jetzt erstmal noch weiter runter. Irgendwo ist hier ein Fahrzeug. Hört ihr das? Oh, voll reingeflogen. Boah, hab ich mich erschrocken. Da unten warten sie. Nee. Ach, die ballern da aus dem Auto raus. Uiuiuiuiui. Den sehen wir nicht. Ah, umsonst geschossen. Achtung, und jetzt. Jetzt aber. Hui. Gucken wir mal. Das ist schon wieder. Weg ist er. Wow, wow, wow. Nicht mit mir, Freundchen. Autsch. Na gut, die nehmen wir mal in Kauf hier. Wir haben fast keine Munition mehr. Ich sollte switchen. So, Beretta. Die stehen da schon wieder und lauern. Haben wir ihn getroffen? Ja, haben wir. Wir sollten wahrscheinlich aber hier eine große Runde drehen. Ich traue dem Braten nicht. Hier ist ein Exit außerdem. Toll. Huch. Aua! Nee. So haben wir nicht gewettet. Yo! Och, was? Ey, ist denn das? Dann machen wir es so. Heidrio! Und weg mit dir. Ist er weg? Nee, ist er nicht, ist er nicht, ist er nicht. Der lebt ja immer noch. Da ist keiner. Hier ist keiner. Oh. Wir sollten hier noch die Waffen aufnehmen. Mensch, wie hoch ist das Parkdeck denn? Was? Nein! Wir mussten nachladen. Verdammt, wartet mal. Aber das kriegen wir das nochmal hin? Nee, kriegen wir nicht hin. Achtung. So wird ein Schuh draus. Na, aber hallo. Aber wir haben fast unsere ganze Zeitleiste. Oh. Nicht nachladen. Ah, wir verstecken uns hier hinter. Die hauen schon wieder ab. Nein! Ach komm, wir leben damit. So, wir müssen das Schloss hier wieder aufmachen. Das Schloss da. So, jetzt haben wir's. Na, das wird doch ein Spießrutenlauf, oder? Los! Na, ballert ruhig. Puh.
glaube, die sollten wir uns sparen, aber die können wir jetzt ja nehmen. Dazu müssen wir bloß relativ dicht an die ganzen Leute ran. Ach, Mann. So, 3, 2, 1, ich glaube, da stehen sie. Habt ihr das gesehen? Oh, ich bin voll rein. Habe ich nicht gerade irgendwie eine andere Waffe gehabt? Da ist er noch mehr. Ich habe Schmerzmittel bekommen. Gut, einmal. Sauber. Na, immerhin. Hier haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir das. Da hinten sehe ich schon wieder Schmerzmittel. Habt ihr das gesehen? Da drüben. Komm, das ist meins. Das ist ja wie Weihnachten. Jawohl. Hey, du. Ich geh drauf. Oder auch nicht. Wow. Was? So, schnell speichern. Das ist ja hier. Wow, guck mal. Was ist das hier? Berichte über ein Feuer auf dem Punchinello-Anwesen in Westchester. Auf dem Anwesen lebt Angelo Punchinello, der mutmaßliche Kopf des Punchinello-Clans. Nach Angaben der Polizei ist Max Payne entgegen früherer Aussagen noch am Leben und auf der Flucht. Mist. Er setzt seine Vendetta gegen die Mafia fort, da dieser letzte Akt der Brandstiftung zugeordnet wird. Ich konnte mich nicht erinnern, irgendwelche Feuer gelegt zu haben, aber ich erinnerte mich an die Flammen. Ja, ja, da wo wir in die Falle gelockt wurden, ne? Da, wo wir eigentlich hätten sterben sollen. Aber wir sind ja nicht tot. Nein, wir sind... ja, härter als vorher. So. Wir gucken mal. Da ist nix. Ja, ist einer. Und da war er. So, weg mit euch. Hier haben wir nichts weiter. Das ist gut. Wir haben noch ein paar Schuss in unserer Waffe. Das ist auch gut. Exit only. Ich glaube, wir sind fast unten. Oh. Die haben ihre eigenen Leute in Brand gesetzt. Oh. Und sich selber auch. Und sich selber auch. Da ist einer. Was? Oh, ich sterbe gleich. Okay, das ist einigermaßen okay gelaufen. So, der ist tot. Au, voll was abgekriegt. Au. Uiuiuiuiui. Okay, damit leben wir jetzt erstmal. Das ist immer schwierig, die Entscheidung. Macht man es nochmal? Schafft man es vielleicht nochmal besser? Oder nicht? Oder doch? Oder überhaupt? Kommen hier noch welche? Oder kommen hier nicht welche? Man weiß es ja nicht so genau. Was? Weg mit dir! So, auf alle Fälle waren da hinten welche. Wir haben sie gesehen. Oh, nee. Habt ihr gesehen, wir sind voll rein. Oh. Oh. Wow. Ach, Mist. Vielleicht sollten wir gar nicht hier lang kommen. Hallo? Vielleicht sollten wir einfach den Weg hier hinten nehmen. Einer. Und den zweiten haben wir da. Hallo. Yes. So, jetzt müssen wir langsam wieder Waffen wechseln.
Obwohl, wir können den Doppelbereiter nehmen. Aber wie hoch ist denn das Ding hier eigentlich? Sehr schlimm ist das. Oh. Und tot. Okay. Oh, renn rein. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Schnell speichern. Warum hat der die Waffe schon wieder gewechselt? Ach, die ist an. Ach so, die ist alle. Sagt es doch. Drei. Das Painkiller da unten. Speichern und. Ach, Mist. Okay, wir nehmen die Doppelläufige. Ah! So, jetzt aber. Hohoho. So. Und Feuer frei. Ist da irgendwas? Ihr triggert doch gleich bestimmt irgendwas. Ich wusste es doch. Wow. Hier ist die Campaign. Was? Das Tor ist zu! Das Tor ist zu! Oh, oh, oh. Wow. Haben wir, ne? Haben wir. Oh, 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 oh. Boah, Leute. Kommen hier welche? Ja. Wow, 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 wow. Also, das nimmt jetzt gerade hier ein paar Ausmaße an. Ich hätte. Okay, dann nehmen wir mal die hier. So. Don't mess with the pain here. Ah, ei. Oh, da haben wir noch wen. Komm raus, wo immer du bist. Ach, das ist er. Ich hasse Leute, die sich weigern, das Unvermeidliche anzusehen, die sich weigern, ihren Verstand zu gebrauchen. Nein, ich muss das Richtige tun. Jawohl. Ist er tot? Der ist tot. Speichern. Ein Münzfernsprecher begann zu läuten. Aber sowas aber auch. Was ist hier los? Ja? Max Payne? Wer auch immer Sie wollen. Hier spricht Alfred Wooden. Ich kann Ihnen den Namen Ihres Feindes verraten. Kommen Sie sofort zum Asgard-Gebäude. Wir erwarten Sie. Okay, Asgard, Kapitel 5 im Land der Blinden. Wooden wartete auf den Stufen des alten Gebäudes auf mich. Mr. Payne, gehen wir hinein. Die anderen können nicht erwarten, anzufangen. Die anderen? Entgegen der gängigen Fehlinformation ist dieses Gebäude tatsächlich 2 Jahre älter als das Rathaus und damit das älteste noch in Gebrauch stehende städtische Gebäude hier am Fuße der Brooklyn Bridge. Was Sie nicht sagen. Der alte Mann führte mich durch eine dunkle, gewölbte Halle. Die Antworten, die ich suchte, zeichneten sich weit im Voraus ab.
Mr. Payne, ich möchte Ihnen meine Mitarbeiter des, wie wir es nennen, inneren Kreises vorstellen. Sie haben nur zu oft Akte X gesehen. Sie kennen die Akten über das Projekt Valhalla. Wir können die Lücken schließen und Sie mit den fehlenden Informationen versorgen. Wir waren alle an der Anfangsphase des Projekts während des Golfkriegs beteiligt. Kommen Sie auf den Punkt. Wir würden diese Sache gerne an die große Glocke hängen und sind jedoch die Hände gebunden. Ihr Name ist Nicole Horn. Sie war die Schlüsselfigur für das Projekt Valhalla. Als die Unterstützung gekürzt wurde, weigerte sie sich einfach aufzuhören. Sie wusste genau, was sie in ihren Händen hielt. Nicole Horn ist die Präsidentin der Acer Corporation. Sie kontrolliert mehr als die Hälfte der Stadt. Dies muss jedoch geheim bleiben. Wenn Sie damit an die Öffentlichkeit gehen, werden wir jegliche Kenntnisse abstreiten. Wir wollen, dass Sie sie hochgehen lassen. Anschließend können wir Sie beschützen und dafür sorgen, dass die Anklagen zurückgezogen werden. Okay. Das war das Stichwort für die Killer. Sie traten die Türen ein und schwärmten herein. Shit. Toll. Eine beeindruckende Vorstellung. Aber ich beschloss frühzeitig, den Saal zu verlassen. Ich fiel nur ein Stock. Gott sei Dank. Guck mal, das ist schon zugenagelt. Was ist denn hier los? Was ist hier passiert? Okay, wir haben Munition, wir haben... Haben wir alles, was wir brauchen? Weiß ich nicht. Wir haben Jackhammer, wir nehmen den Jackhammer. Und vermutlich... Auf jeden Fall sind unsere Leute, die uns hier beschützen, also die sind jetzt nicht mehr. Die Bucke ist geil. Ich glaube, da drüben ist er durch. Drei, zwei, eins und... Ich habe hier so eine Vorahnung. Das Problem ist, ich komme nicht so weit rum mit Gucken. Oh Gott. Huch. Painkiller. So, liebe Leute. Jetzt aber. Ach du Scheiße, stecken die viel ein. Da kommt noch einer. Wow. Machen wir das? Ach komm. Scheiß drauf. Los, die Colt. Da gibt's gleich Munition nochmal. Kommen wir eigentlich da hinten weiter durch, oder? Oh, hier sind Munition, Colt, supi. Hier kommen wir nicht durch, ne? Ne, okay. Oha. Oha. Bleib stehen. Okay. Oh, Painkiller. So, Munition haben wir. Einer der Monitore zeigte die Überreste des inneren Kreises. Oh. Gib mir Deckung, ich gehe rein. Oh. Gib mir Deckung, ich gehe rein. Jesus, was ist denn das? Ich gehe rein. Einer der Monitore zeigte die Überreste des Monitors. Was zeigte der Monitor? Die sogenannte Leiche von Alfred Wooden stand auf wunderbare Weise von den Toten erwacht und blickte selbstgefällig auf die toten Kameraden. Ich hatte keine Ahnung, wie er das gedreht hatte. Aber es war eine ziemlich schlaue Art, sich aus der Affäre zu ziehen. Oh, das meiste von shit. Dem, was er gesagt hatte, passte zu gut, um dummes Zeug zu sein.
Der ist also dran beteiligt. Na toll. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Ich weiß nicht, ob uns hier alles ausreichend vorhanden ist. Für uns, nicht uns. Wie auch immer. Hier ist zu, aber ich befürchte... Wow. Hier ist ein Exit. Okay. Ach, Mist, ey. So, auf den Kopf. Huch, da ist doch noch einer. Boah. Ich glaube, wir müssen da hoch, hä? Oder können wir mit dem Fahrstuhl fahren? Ne. Düt, düt, genau. Und es macht immer düt, düt. Bewegen uns in die Gefahrenzone. Ach, war klar. Das war sowas von klar. Achtung und... Greife an. Mist. Nochmal. Keine Gnade. Ich hab den nicht getroffen. Alarm. Ey. Code Delta. Auf ein neues und feuerfrei. Andere Waffe, anderer Zeitpunkt. Was? 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 Wo? So, mein Freund. So einfach kommst du nicht nochmal an mich ran. Kommen wir da eigentlich hoch? Ah, schade, nein. Aber wir müssen noch eine Etage höher, oh mein Gott. Aber bevor wir das machen, machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.